meine Lieben. Und zwar vorerst, ich bin etwas erkältet. Also wenn ich mal öfters räusper in dem Video, dann verzeiht es mir bitte. Das zum einen. Und eigentlich hätte ich heute gar nicht vorgehabt oder habe ich nicht vorgehabt zu backen, wäre mir das Rezept jetzt nicht in die Finger gefallen. Und ich habe sogar alles zu Hause, aber ihr werdet sehen, dass ihr höchstwahrscheinlich auch alles daheim haben werdet, weil das eigentlich so Grundzutaten sind. Und gesehen habt ihr es ja, wir machen Creme Brûlée Kekse. Und zwar, ich habe jetzt erstmal hier die Zutaten für unseren Pudding. Den fangen wir jetzt in aller Ruhe an, denn der muss dann auch noch auskühlen. Und wir machen das alles chillig und machen eins nach dem anderen. Und zwar, ich habe jetzt hier 3 Eigelbe, dann 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 3 Esslöffel Stärke und 360 Milliliter Milch. Und das rühren wir uns jetzt erstmal zusammen, bevor es das Ganze auf den Herd kommt. Und zwar, wir geben einmal den Zucker in unser Behälter, Vanillezucker, dann die Eigelbe, und das tun wir jetzt erstmal schön verrühren. Wenn wir das haben, geben wir die Stärke mit dazu. Und verrühren das wieder. Und dann kommt anschließend die Milch dazu. Und das müssen wir jetzt nochmal schön glatt rühren. Jetzt füllen wir das Ganze in unseren Topf und dann geht es einfach ab auf dem Herd und dann muss das Ganze einfach eindicken. So, ich habe jetzt die Platte angemacht. Wichtig ist bei der ganzen Sache einfach nur, dass man das nicht aus den Augen lässt und immer schön rührt, damit sich unten auch nichts absetzt bzw. Klümpchen entstehen. Ich muss ein bisschen vorsichtig rühren, sonst spinnt der Autofokus wieder. Oder was heißt spinnt? Der sucht dann halt die richtige Position, aber wie gesagt, das dauert bei meinem alten Herd eh. Aber wichtig, wie gesagt, nicht aus den Augen lassen, immer schön rühren und nach dickt das Ganze dann ein. So, jetzt sind einige Minuten rum. Man merkt, es dickt an, aber es gibt so einen gewissen Zeitpunkt, da geht es auf einmal total schnell. Also da, deswegen ist es auch so wichtig, dass man da dabei bleibt. Dann merkt man es richtig beim Rühren. Und das wird auch gleich soweit sein. Dann können wir das Ganze nämlich umfüllen. Dann haben wir schon unseren ersten Schritt. So, jetzt haben wir hier unseren Pudding. Den geben wir jetzt in unsere Schüssel. Und wichtig wieder, weil wir ja keine Haut gebrauchen können, dass wir Frischhaltefolie nehmen, die ich übrigens neu kaufen muss. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich es mir jetzt nicht aufschreibe, dass ich es vergessen werde. Aber gut, die Frischhaltefolie kommt jetzt direkt auf den Pudding drauf, damit wir keine Haut bekommen. Und dann muss das Ganze schön abkühlen. Es geht weiter mit dem Teig. Und zwar, dafür brauchen wir 115 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, ein Ei und 420 Gramm Mehl. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich rühre das erstmal, also die Butter mit dem Zucker und mit dem Ei, mit den normalen, also was heißt normalen, also mit diesen, ihr seht es gleich, diesen Rührteilen. Und dann, wenn das Mehl dazu kommt, dann tue ich die Knethaken reingeben. Aber erstmal müssen wir das schön miteinander verrühren. Knethaken habe ich reingegeben und jetzt gebe ich mal das Mehl dazu. Ich gebe das einfach in 2 Schüben dazu. Hab das Ganze jetzt mal umgefüllt, damit hier einfach mal ein bisschen Platz herrscht. Und jetzt verkneten wir das ordentlich. So, meine Lieben, mir ist das Ganze jetzt zu bröselig. Deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Butter dazu gegeben.
Ich werde in dem Rezept anstatt 420 Gramm Mehl einfach, was war es? 420, mein Zettelchen, ja genau, 420 Gramm Mehl einfach 380 oder 390 schreiben. Ich habe mir es eben schon gedacht gehabt, ob ich alles reingebe, aber dann habe ich gedacht, nö, wenn das Rezept das so sagt, dann machen wir das doch. Aber es war definitiv etwas zu viel. Und genau, also wie gesagt, das ändere ich dann einfach nochmal um. So, jetzt habe ich den Teig einfach in Frischhaltefolie gewickelt. Also 380 Gramm Mehl ist auf jeden Fall ausreichend. Und der geht jetzt erstmal ab zum Ruhen in den Kühlschrank und dann geht's weiter. Jetzt habe ich den Teig schon mal ausgerollt. Das müssen wir auch öfters machen. Ich habe das jetzt einfach den Teig zwischen zwei Backpapiere gelegt, dass ich nicht so viel Mehl brauche. Und dann brauchen wir einfach zwei Formen, entweder zwei unterschiedlich große Kreise. Ich habe jetzt zwei unterschiedlich große Vierecke. Also da kann man einfach nehmen, was man so findet. Und jetzt tun wir erstmal das große ausstechen. Jetzt habe ich vier große ausgestochen. Eins ist mir ein bisschen kaputt gegangen, deswegen habe ich jetzt nur vier anstatt fünf. Jetzt müssen wir genau das gleiche erstmal nochmal tun. Also nochmal vier ausstechen. Jetzt geht es nämlich so weiter, dass wir das kleinere Förmchen nehmen und uns da die Mitte ausstechen. Ich habe das jetzt nicht auf dem Backpapier gemacht, weil ich es nämlich eben probiert hatte. Und wenn man dann den Rand transportieren will, reißt der nämlich schnell. Deswegen machen wir das Ganze jetzt auf dem Blech. Dann liegt es nämlich schon mal. Und so machen wir das jetzt mit dem Teig, bis alles aufgebraucht ist. Also ein bisschen Teig ist noch übrig, das mache ich dann aber separat auf dem neuen Blech. Wichtig ist halt, dass wir immer also zwei passende zusammen haben, dass es später dann auch passt. Und ich habe den Ofen schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen und da geht das Ganze jetzt ab hinein. Jetzt können wir weitermachen und zwar, die Kekse waren jetzt bei mir 12 Minuten im Ofen und sind jetzt abgekühlt. Jetzt habe ich unsere Pudding mal in einen Spritzbeutel gegeben. Ich fange jetzt mal hier an, also hier rechts, weil es für mich einfacher ist mit der Kamera. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach, also die geschlossenen befüllen. Ich bin mal gespannt, wie das wieder klappt, weil der Pudding sehr fest ist. Und ich glaube wieder, dass dann mein Spritzbeutel wieder auseinanderplatzt. Ich hoffe nicht. Huch! Es war eigentlich jetzt nicht so der Plan, dass es so doppelt wird. Sagen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Denn wenn nachher unser Karamell drauf kommt, dann schmilzt das ja eh noch ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht ganz so arg an den Rand gehen. Da wenn wir das, huch, jetzt haben wir schon wieder was fast umgeschossen, wenn wir das hier drauf geben, damit der Pudding dann auch nicht so arg rausquetscht an den Seiten. Das geben wir dann nämlich rauf. Drücken das leicht an. Genau, und so machen wir jetzt. Oh nein, es ist gebrochen. Es ist gebrochen. Also vorsichtig damit umgehen. Und so machen wir jetzt einfach weiter. So sieht das Ganze jetzt am Schluss aus. Also was heißt am Schluss? Ne? Also jetzt, wo wir das Ganze so zusammen gemacht haben, wir sind ja noch nicht fertig. Und zwar, jetzt habe ich hier in den Topf 200 Gramm Zucker gegeben und den geben wir jetzt auf den Herd. Dann soll das Ganze nämlich schmelzen und karamellisieren. Und dann können wir das Ganze nämlich befüllen und dann sind wir am Ende.
So, der Herd ist an und jetzt heißt es einfach warten, aber auch wichtig, das nicht aus den Augen lassen, denn das geht später dann ganz schnell und das Karamell, egal, darf nicht zu dunkel werden, denn dann wird es bitter und dann schmeckt es nicht. Deswegen auch immer schön die Augen drauf halten. Genau, so, es fängt an zu schmelzen. Also selbst bei meinem alten Herd ging das jetzt relativ schnell, daher wie gesagt wichtig, immer schön dabei bleiben. Ich habe jetzt auch extra so einen Topf genommen, wo man dann auch schön die karamellige Farbe sehen kann. Bei meiner Pfanne wäre das, wär das halt ein bisschen schwieriger, gerade fürs Video. Und also wie gesagt, jetzt geht es schnell und dann warten wir jetzt einfach ab, bis es sich ganz aufgelöst hat. Ach, und während wir warten, also wichtig ist natürlich total gut aufpassen auf die Finger, weil es verdammt heiß ist. Und das andere ist noch, den Topf kriegt ihr am, oder Pfanne oder so, am besten einfach danach sauber, wenn ihr einfach nochmal Wasser aufkocht. Einfach den Topf dann mit Wasser füllen, nochmal aufkochen und dann das Ganze wegschütten. Dann geht es total einfach, dann habt ihr fast dann schon den sauberen Topf. Das wollte ich nur sagen. Und wie gesagt, lange dauert es nicht mehr. Die Farbe ist schon schön, jetzt warten wir nur noch, bis die letzten Klümpchen sich aufgelöst haben. Und ich stelle euch jetzt nämlich schon mal auf die andere Seite, damit wir das jetzt gleich befüllen können. Jetzt wird es heiß. Geben wir das einfach hier drauf. Ihr seht, wie es blubbert. Noch mal kurz von nah. Leicht blubbert es noch. Ich finde das voll cool. Zum Schluss habe ich mir jetzt noch mal einen so einen Keks rausgesucht, wo er optisch nicht so ganz perfekt ist. Und zwar jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und zwar, da muss ich mal feste ausholen. Huch! Ja, das war der Plan. Aber da ich mich jetzt selbst erschrecke, nicht. Also ihr seht, so ist es dann. Also das ist schön fest geworden. Jetzt zeige ich auf eins, was ihr gar nicht sehen könnt. Also das ist richtig fest geworden. Und deswegen wollte ich euch gerade dieses hier nochmal zeigen. Okay, was soll ich sagen? Macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!